Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin heute bei der Johanniter in Wunsdorf. So, einer unserer vielen Rettungsdienste. Und wir gucken uns jetzt mal das Auto an. Ich bin fest davon überzeugt, dass nicht viele wissen, was sich darin verbirgt. Ich auch nicht. Ich kann wieder zaubern. Hokus Pokus, Michele zu mir. Hey, ja, geklappt. Super. Das ist Michele. Das bin ich. Michele, zeigst du uns mal dein wunderschönes Auto. Was ist das denn? Ich komme mit der Feuerwehrmann. Was ist das denn? Das ist ein RTW, ein Rettungstransportwagen. Rettungstransportwagen, okay. Richtig. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Los geht's. Gehen wir mal rein, Michele. Gerne. Oh. So habe ich es gern. Ja, Trittstufe. Alter vor Schönheit, mein Freund. Ja, dann machen wir erstmal ein bisschen Licht. Also wir sind jetzt hier in einem Rettungswagen. Richtig, ein Rettungswagen. Und warum kein Krankenwagen? Krankenwagen ist ein KTW für Krankentransportwagen. Ein Krankenwagen ist dafür da, um kranke Personen von A nach B zu bringen. Ein Rettungswagen ist eben noch dafür da, um wirklich also Notfälle abzuarbeiten. Deswegen gibt es diese Zweiklassifizierung. Der KTW ist klein und fein und der RTW ist groß. Also das heißt, ihr könnt ja während der Fahrt auch jemanden ärztlich versorgen, richtig? Genau. Okay. Das also medizinisch. Medizinisch versorgen, ah, okay. Wir sind keine Ärzte. Also ja, okay. Weil dann haben wir ein NRW. Das gibt also viele Klassifizierungen. Der NRW ist ein Notarztwagen. Ich schalte jetzt ab. Ja, okay. Und das gibt ein NEF, aber wir sind jetzt beim RTW. Das heißt, also normaler Feuerwehrmann kennt nur NEF und RTW, glaube ich. Genau, ne? Genau. Wenn wir da eine Einsatzstelle haben, was vor dem Wagen ist, ja meistens NEF und RTW. Und RTW, genau. Genau. Okay, das ist ein RTW. Gut. Richtig. Jetzt haben wir mal die Möglichkeit, mal reinzugucken in die Fächer. Das würde mich mal so interessieren. Was habt ihr so dabei? Eine ganze Menge. Mehr wie ein großer Verbandskasten wahrscheinlich. Ja, ne? Auf jeden Fall. Willi möchte jetzt mal im Beisein von Michele ganz dreist mal alle Fächer aufmachen. Gerne. Und da kommt nichts entgegengefallen. Gut, das ist ja witzig. Okay, hier sind so Handschuhe. Handschuhe und hier sind zum Beispiel Absaugkatheter. Sowas macht ihr auch? Ja, aber also nicht, was du denkst. Absaugkatheter was für die. Denk ich denn? Also ganz kurz: Absaugkatheter in Kombination einmal nach unten mit der Absaugpumpe. Ganz unten ist eine Absaugpumpe. Die da? Genau. Aha. Dafür da, wenn ich zum Beispiel im Mundraum, ich habe da bei der Erste Hilfe erzählt, Mundraumkontrolle, wenn ich da was Erbrochenes habe, muss ich den Mundraum freimachen oder Flüssigkeiten. Ich habe nicht die Möglichkeit, ganz kurz den Patienten umzudrehen. Das heißt, ich habe dann die Absaugpumpe mit einem Absaugkatheter, kann ich den Mundraum dann absaugen. Ich sage jetzt mal umgangssprachlich Staubsauger. So ungefähr. Okay. Ja. Aber sitzt ihr das Patent schon? Ja, für euch normal, aber für mich nicht. Transportschutz. Das macht ja richtig Spaß. Ja. Oh. Da ist zum Beispiel ein Teil Hygiene, also Reinigungstücher und, ne, ups. Einweg nennt man die auch. Genau, das sind sogenannte Kotztüten. Kann ich dann auch machen? Können wir die mal testen? Und dann habe ich die Tüte voll. Oh, fast. Ne? Also das ist so, wenn ich jemand habe, der eben Übelkeit hat oder er klagt über Übelkeit, bevor ich dann eben die Schweinerei im Rettungswagen habe, nehme ich also, früher hat man eine Nierenschale genommen, so eine, ja, aber da geht aber, läuft alles raus und hier habe ich gleich das in Kombination eben in einen Beutel, kann ich zumachen und abwerfen. Okay, also auch gleich der Hinweis an der Stelle, auch der Fahrer muss dementsprechend vorsichtig fahren, dass nicht alle diese Tüte brauchen. Okay. Ja. Ja, witzig. Okay, 4 mache ich mal auf. Die Nummerierungen sind intern hier irgendwie, ja, ne? Ja, das ist so. Hier hast du, also das ist zum Beispiel, oh Entschuldigung, also hier sind zum Beispiel Traumabrillen drin, dann habe ich Augenspülung. Traumabrille, was ist eine Traumabrille? Traumabrille ist, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Verkehrsunfall habe, ne? Und das nimmt man, also die Verletzungsmuster ist ein Trauma. Da ist viel Blut im Spiel, sage ich mal, oder, und dann setze ich diese Brillen auf, dann habe ich doch einfach, da schütze ich mir das Blut oder irgendwas ähnliches. Ach oder das so. Ich, deswegen Trauma, Mundschutz und Traumabrille beim. Also es gibt einige Länder, die arbeiten grundsätzlich mit Traumabrillen. Das heißt, ohne Traumabrille gehen die gar nicht aus dem RTW raus. Das heißt, die steigen immer gleich mit einer Traumabrille und Mundschutz immer raus. Es gibt einige Länder in Europa, okay, die das so machen. Okay. Ne? Hat Vorteile und Nachteile. Ich mache hier weiter. Genau. Cool. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Genau. Das ist dann Medikamentenfach. Okay. Interessant. Da unten drin habe ich Blutzuckermessgerät. Oh, hier. Achso, das ist so ein Drehgriff und dann genau, kann man hier noch rausziehen. Das ist ein Apothekerschrank, genau. Da ist alles, was ich dann für Infusionen brauche. Also ein bisschen Zugänge, Spritzen,
Pflaster. Okay, das sehen wahrscheinlich hier unten auch so ein Patent, ne? Genau, da ist Verbandsmaterial drin. Da oben sieht man diese Nierenschale, da ist alles schon, also einmal das Besteck einmal vorbereitet. Desinfektion. Hier sieht man das einmal, was wir hier drin hatten. Ist alles schon mal vorbereitet für den Ernstfall. Stauband, Desinfektion, dann Tupfer. Na, dass ihr nicht lange zusammensuchen müsst. Genau, du hast so eine Schale, die stellst du davor und dann kannst du entscheiden, welche Nadel ich nehme, welche Größe, darum auch die Farben, dass ich weiß, in welchem Größe das für einen Zugang ich legen muss. Okay. Verbandsmaterial ist da drin. Gut. Man merkt natürlich alles, weil ihr während der Fahrt was macht, das ist natürlich alles, die kriegt man nicht einfach so aufgezogen, man muss immer verriegeln. Ne? Das ist dann die sogenannte Beatmung, also ein Teil von der Beatmung. Das sind dann zum Beispiel Gütteltuben. Ne? Ja, kannst du drin lassen. Das Ding, das kennt jeder. Und hier ist dann alles vorbereitet in einer Tasche, dass ich nicht lange suchen muss. Und hier ist alles vorbereitet für Intubation. Ist alles hier vorbereitet. Das sind also verschiedene Tubengrößen, Ladungstuben, normale Endodontialtuben, Thomasholder, verschiedene Zangen, die man braucht, um damit Fremdkörper aus dem Mundraum rauszuholen. Diese Tasche ist immer vorgepackt. Alles, was wir hier auf dem Rettungswagen sehen, ist auch auf dem Rucksack, aber nur in kleinen Mengen. Ja, okay. Wo du gerade was sagst, diese Rettungsrucksack oder die ersten First Responder Rucksack, wie sie genannt werden, ja. Da kommt auch noch mal ein Filmchen zu. Ne? Darf ich, mach ich weiter? Ah, warte, stopp. Darf ich nicht vergessen. Hier muss auch mit rein. Wenn ich nicht reinfassen darf, sagst du mir Bescheid. Das ist alles ja verschlossen, alles hygienisch verpackt. Das ist jetzt nicht schlimm. Das sind zum Beispiel eine Beatmungsmaske, also das sind Verneblermaske, weil da kann ich zum Beispiel eine Kochsalzlösung reinmachen. Die kann ich verdampfen mit meinem Sauerstoffgerät. Also ich habe ja Sauerstoff an Bord, kann ich dann oben dosieren, was für eine Menge. Und dann kann ich hier mit über die Sauerstoffzufuhr kann ich dann eben Medikamente vernebeln. Also das ist eine sogenannte Verneblermaske. Mhm. Oder eben da sind zum Beispiel auch diese sogenannte Sauerstoffmasken, wenn ich Sauerstoff zuführen muss, als Maske oder als Nasenbrille. Das ist alles hier drin. Okay. Das ist ein spezielles Verbandsmaterial, das nennt sich Aloderm, wegen Verbrennung. Aloderm ist also mit der Aluminiumbeschichtung. Ja. Deswegen ist es separat nochmal gepackt. Okay. Das ist dann eben für die Zugänge, also für Infusion. Das ist also Infusionssysteme. Okay. Und unten ist ein Wärmefach. Darf ich auch mal? Ja. Da kannst du mal reinfassen. Und? Oh, schön angenehm. Genau, Körpertemperatur. Das ist im Winter sehr wichtig. Wenn ich also eine verletzte Person habe und ich muss eine Infusion legen, dann ist sie vorgewärmt. Das stimmt. Ist also angenehm für den Patienten. Logisch, ja. Okay, sehr schön. Das oben ist ein Kinderkoffer. Oder Kindertasche. Alles für Kinder. Also alles, also Blutmundmanschette, Intubation, alles auf Kinder. Auch ein Kuscheltier? Auch ein Kuscheltier. Ja, wegen was du beim letzten Video sagst, Trauma, Vorbeuge, Schockvorsorge. Das ist alles für Kinder im Grunde. Da unten ist ein Oxybag. Das ist eine kleine Sauerstoffflasche mit einem Druckminderer, wo ich einfach Sauerstoffzufuhr geben kann. Und hier ist das, was wir vorhin hatten. Hier ist dann unser Beatmungsbeutel, schon auch alles Einwegprodukte. Wir benutzen nichts mehr anderes als Einweg, weil wir müssen sonst alles desinfizieren, das dokumentieren. Und das wird immer komplizierter. Und deswegen haben wir grundsätzlich auch im hauptamtlichen Bereich, das ist ja ein ehrenamtlicher Rettungswagen, auch im hauptamtlichen Bereich, alles Einwegprodukte, weil da weißt du 100%, ist es sauber, ist es steril, ist es eingepackt. Und ist auch die Verantwortung los, letztendlich. Genau. Ja. Auch zum Beispiel die Beatmungsschläuche für das Beatmungsgerät. Da unten ist das Beatmungsgerät, das mittlere Gerät. Und da gibt es ja auch einen Beatmungsschlauch. Ich muss ja dann irgendwie... Ist schon einmal dran dann, ne? Genau, ist alles schon mal einmal drin und das ist ersatzmäßig. Auch okay. Einwegprodukte. Und hier sind ein bisschen Reservematerial nochmal drin, eben auch eine Beatmungsmaske in Einwegprodukt. Okay, interessant. Und das da unten geht das auch? Nein, das ist jetzt der Fach für außen, da ist dann der Rettungsrucksack. Ah, okay. Und das ist das Gleiche, was wir auf dem Rettungswagen haben, haben wir auch hier. So, alles, was du gesehen hast, sage ich mal, in den Schubladen ist nur ein bisschen kleiner. Hier fangen wir an mit dem Kotztütchen, Beatmungsbeutel. Hier sind Medikamente drin, Verbandsmaterial. Das ist alles. Stiffneck habt ihr auch gleich? Stiffneck ist da mal drin. Ne, das haben wir sonst alles da oben gehabt. Das ist alles, was wir auf dem Rettungswagen, ist nur ein Kleinformat und da ist die Beatmung drin. Ne? Also wenn wir hier einmal aufmachen. Ja. Da ist die gleiche Tasche, die du auch gerade gesehen hast, in der Schublade, alles vorbereitet. Da ist nochmal Ersatzmaterial drin. Steril. Alles steril mal angepackt und hier ist nochmal die Tasche, alles vorbereitet mit Intubation. Top. Also ich muss mal sagen, sehr schön. Und Aloderm. Soweit ich das beurteilen kann, sehr ordentlich. So muss es sein.
wenn das nicht ordentlich wäre, dann könntest du auch nicht ordentlich arbeiten, sage ich mal. Ne? Und hier hast du Diagnostik drin, das heißt ja, alles, was wir in der Schublade drin hatten, haben wir auch hier drin. Blutdruckmanschette, BZ, Stethoskop, Diagnostiklampe, alles, was man noch braucht. Thermometer. Es gibt ja im Krankheitsbilder, die sind da so Infektionen, also ich sag mal irgendwas fieberig. Dann kannst du eben Fieber, also kontrollieren, ob es wegen Fieber ist irgendwo. Also hast du auch das irgendwie Fieberthermometer dabei. Und hier hast du nochmal das Aloderm, was ich da so auch in der Schublade habe, wegen Verbrennung und sowas. Und Kühlpacks und sowas habt ihr gar nicht? Doch, ist auch hier. Ah, da. Da ist auch. Okay. Helmhalter. Da wir früher hatten wir alle Helme in dem Auto, aber dann wegen der Hygiene hat ja jeder seinen eigenen Helm, sage ich mal. Oder immer noch ein paar. Jeder seinen eigenen Helm und deswegen, bevor ich das in den RTW besetze, packe ich meinen Helm hier rein. Ne, dann habe ich meinen eigenen personalisierten Helm dabei. Sonst waren die früher also für alle, aber das wegen der Hygiene haben wir gesagt, das ist doof. Ne? Dann kriegt jeder seinen eigenen Helm. Also jeder Helfer, der die Qualifikation für den Rettungswagen hat, hat auch seinen Helm. Eigentlich hat jeder einen Helm. Aber ist ja auch wichtig, ne? Also das hat man mal oft gesehen. Ja. Das finde ich gut, dass ihr Helme dabei habt, weil wir tragen an Einsatzstelle Helme wegen herunterfallenden Teilen und sowas. Genau. Und dann müsst ihr es natürlich auch. Ne? Alle, die im Gefahrenbereich näher rumtouren müssen. Genau. Ja, super. Ja, da hast du auch noch ein paar Schubladen, ja, war nicht. Oh Gott. So, dann wollen wir mal anfangen. Das sind Einwegdecken. Also wir müssen ja auch Eigenwärme halt auch bei jedem Rettungswagen. Da sind dann die Einwegdecken hier drin. Hier haben wir noch Infektanzüge, Infektschürzen, Infektmasken. Ach, für euch zur Behandlung. Zur Behandlung. Ne? Es gibt dann Krankheiten, die sind sehr ansteckend. Und dann Replantat, das ist dann die Replantattasche, wenn wir also Amputat haben. Also irgendwas, da sind spezielle Beutel drin mit dieser Kühlflüssigkeit und. Ach, du hast es. Also komplett vorgepackt, die Tasche. Eben, und da unten das Orange auch, oder? Das ist, da sind zum Beispiel Luftkammerschienen drin. Achso, für wenn das gebrochen ist. Und hier ist zum Beispiel Bergetuch. Ne? Also Rettungstuch. Rettungstuch, Bergetuch. Ich glaube, Bergetuch darf man auch mittlerweile wieder sagen. Ja, darf man, es ist ja. Okay. Hier sind nochmal Ersatzdecken noch mal drin. Weil okay, auch sind die auch genug Decken. Haben, sag ich mal. Ne? Und hier sind die Pullen, Sauerstoff. Genau, Sauerstoff, genau. Das ist ja um Bord. Kann man das sehen? Das sind eben zwei große 10 Liter Flaschen. Das sind hier drin. Ja. So, und dann hast du dann um Bordsystem hier, hast du also Abnahmestelle, hast du hier oben zum Beispiel. Für wenn du in Insulation, also wenn du ein bisschen Sauerstoff geben willst, oder eben hier hast du noch einen Schlauch. Wenn du das Beatmungsgerät nicht über die kleine Transportflasche bedienen willst, nimmst du den Schlauch, konnektierst du und kannst über die großen Flaschen dann eben das Beatmungsgerät dann einspeisen. Okay. Marvin überredet, dass er sich mal auf die Krankenkarte legt. Weil bei Marvin ist der Einzige, der wahrscheinlich auch wieder aus der Liege wieder hochkommt. Marvin, gefällt dir die Farbe? Nein, du bist Doktor, ne? Zucker. Wir haben hier auch.